Ach du Scheiße. Ach du Scheibenkleister. Achtung, Achtung, meine Herrschaften. Es gibt leider eine Meldung über Fäkalien an den Wänden. Also wer auch immer nicht das Klopapier benutzt oder die schön gepflückten Blätter, bitte aufhören. Dankeschön. Ja, willkommen zu Last Train Home, liebe Leute. Wir haben noch 6 Nahrungsmittel und da Sorizan. Ich hoffe, das ist jetzt eine gute Idee, da reinzufahren. Ach, guck mal, hier ist auch noch was, wo es auch noch nicht fertig ist. Guck mal, das sind wahrscheinlich andere Lösungsmöglichkeiten. Also, das ist schon interessant. Hm. Dann erstmal nach Rizan. Wollen jetzt erstmal essen. Weil wir haben nur noch 6. Okay. You received report from your soldiers. Intelligence he's obtained when chatting to the local train was making a stop. The report claims that rats have large camp where they training newly enlisted soldiers. The report concludes they promised the farmers a helping hands later to tend their farms. The very end of the report, the criminal locations at the camp. Send a squad to the Red Military Camp. Station. Was haben wir denn hier? Merchant. Der hat auch nur Gunpowder. Das ist die Frage, ob wir es kaufen müssen. Munition. Ich glaube, mit unserer Munition werden wir für die Mission noch auskommen. Und danach müssen wir mal gucken. Also. Wir müssen los, egal was ist. Das ist Military Camp. Ach, hier ist die Mission gar nicht. Ach du Scheiße. Aber dass sie überhaupt nichts zu essen haben, das ist doch übel. Was ist jetzt mit meinem Squad? Also wir haben hier einen Herbalist. Wir dürfen nicht beide mitnehmen. Der Burglar, der Herbalist und der Survivalist. Ich glaube, der Ding ist zwar auch charismatisch, oder? Weil das könnten wir schon gut gebrauchen. Ja. Und der Religionist. Der Religionist? Er ist Kommunist? Camilla ist Kommunist? Oh, das natürlich. Nehmen wir mal mit. Haben wir schon einen Hunter? Ne, da oben steht's doch. Guck mal, lalala. Und Hunter haben wir auch noch nicht. Ich darf die einfach nicht exhausten lassen, ne? Und dann ist alles gut, glaube ich. Jetzt habe ich schon wieder so einen Squad gemacht. Der, naja. Oh nein, habe ich es jetzt noch da geschickt? Das wollte ich gar nicht. Nein! Reroute. Boah. Wuh! Weil da ist egal. Ist egal. Aber da ist irgendwie noch Essen und Fisch und so übrig. Starven wird uns jetzt echt gar nicht helfen. Scheiße. Ah. Der Herbalist hat er was gefunden? Ja, Kräuter. 113. Wir haben noch genug Squad-Stamina. Entweder, ne, wir gehen zurück, oder? Wir fahren jetzt schon mal, ja, wir gehen schon mal zurück. Mehr ist da unten auch gar nicht, ne. Fahren wir erstmal ein Stückchen vorwärts, nebenbei. Ich frage mich, was bringt das in der Train Station zu sein? Bringt uns das einen Vorteil? Verbrauchen wir Food? Ich muss noch einen Squad losschicken. Aber eigentlich will ich das hier alles 100% abfarmen. Nicht mit so einem Müll.
Ne? Einessen. Wir schaffen das schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da Holz holen müssen. Aber hier haben wir wieder mehr Essen. Das ist auch ein Händler. Ah, Gott sei Dank. 41 Essen und noch mehr Heilung. Gott sei Dank. Schnell zurück. Gut, dann können wir noch ein bisschen verweilen. So, die sind jetzt exhausted. Ich habe einen Splitter im Finger, ey. Den muss ich mir unbedingt mal rausholen. So ein ganz kleiner, so an der Seite. Er juckt nur. Chuchu, Motherfucker! Okay. Ramit, stop the train. Was? Major looks to spotted obstruction ahead. A large tree has fallen on the tracks. Das ist eine Falle. Das ist ein Hinterhalt. Ist hundertprozentig ein Hinterhalt. Stop the train. Oder doch nicht. Minus 10 Moral? The front of the train can be damaged. Adjust the order of the cars accordingly. Also ich brauche irgendwas. Irgendwie am besten das Panzerding dann vorne hin machen, ne? Halt, warte. Ist alles okay, wir können weiter. The waste block resolve. Okay, dann können wir jetzt los mit dem Squad wieder. Ich muss mal diese Supplies benutzen, die ich habe. Das müsste doch eigentlich gehen. Das habe ich total vergessen. Also ich guck mal jetzt gleich, wie das geht. Was ist jetzt los? Warum hat er Pause gemacht? Bla 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 bla. Stoff, sehr schön. So, Achtung, pass auf, jetzt gucken wir mal. Also, wo ist der Squad? Squad? Squad. Stamina. So, wie können wir die... Da, Consumables. Ach, wir haben nur die First Aid Kits. Mann, wir hatten so viel. Aber wir hatten noch so viel. Ja, wir hatten Essen, Steaks. Und dann nichts. Nichts mehr. Ach, deswegen hat er... Guck mal, wir haben Holz gekriegt dadurch. Ist doch geil. Ist doch richtig geil, Alter. Richtig geil. So, und jetzt gehen wir nach zu Lake noch. Fishing. Gott sei Dank, das Essen wurde jetzt aber direkt wieder aufgebraucht. Komm, dann kriegen wir den Händler auch noch. Das schaffen wir auch noch. Wir gehen von Ort zu Ort, um gerade so zu überleben. Das ist ein Pub. Der bringt uns wahrscheinlich wieder Stamina, oder? Merchant. Essen. Kaufen. Ist scheißegal. Kaufe ich alles. Confirm. Ich könnte ein bisschen tauschen. Ich könnte tauschen. Guck mal, der hat 3000 Kohle. Pass auf. Sind das... Was ist das hier? Sind das nur nicht ausgerüstete Waffen? Warte mal, ich muss das jetzt mal kontrollieren. Also. Ich... Oder die werden die pro Mission nehmen die mit, ne? Die haben die nicht ausgerüstet. Wie so ein Inventar. Oder... Ob ich die Rolle dazu machen muss oder so? Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Deswegen, sonst würde ich Waffen verkaufen. Archie, willst du runter? Hops, der Archie. Der war im Stuhl, der wollte runter. Wo ist mein Kissen? Ah. Ich brauche meinen nackten Kissen hier. Ah. Stundenlang so sitzen. Okay, pass auf. Ja, ich brauche... Boah, das wäre eine dumme Idee. Ich verkaufe mal keine Waffen. Ich kann euch nicht sagen, wie extrem wichtig das wird. Es ist ein Verbrauch Sachen.
pass auf, Smoke Bombs, ich weiß ja nicht. Sorry, aber Rauchbomben. Verkaufen wir Smoke Bombs. Ich würde das Essen da. Ich würde schon gerne. So eine Short Rifle. Aber guck mal, für wie wenig ich die da verkaufen kann. 300, da steht's ja. Sonst beißen wir den Apfel, aber dann haben wir halt kaum noch. Machen wir lieber so. Das ist wirklich nicht viel, was wir da rausholen können. Wir haben 331 Herbs, aber es wäre auch dämlich, wie gesagt. Dann raus. Dann papp. 400. Okay. War das auch, nee. Dann erstmal zurück. Da gehen wir nachher hin. So, jetzt erstmal zurück. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ich weiß nicht. Naja, los geht's. Chaka, 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 chaka. Das ist schon Händler. Ich denke mal jetzt, vielleicht ist es kein Kampf. Wir wissen es nicht. Und hiernach müssen wir nochmal ein bisschen den Zug upgraden. Captain, Langer comes to the quarters in all the military decorum that protocol requires. After knocking on the door, he announces that his name and rank requests permission to enter. You feel he is testing you, waiting to judge you based on your react. You may enter, Captain. Ja, dann bleiben wir mal formal hier. Man standing attention until you order him to be eased and prompt him to speak. Oh, jetzt sind wir formal. Jetzt gibt's Ärger. Major, there's an opportunity here that you should... Punkt, Punkt, Punkt. Langer is quick to release the slip of the tongue and he corrects himself. Aha. Rather, you might find it important according to the posters and locals. Many nearby villages are looking for help. The war has depleted the workforce in the region. The Reds are taking advantage of this to gain new followers and pull people over to their side. We might want to try this too. Ach so, Leute finden. Find a village and mark it on the map. You have already found such... I have already found such village. Permission to leave, Major. Ah, okay. Das ist eine Sidequest, um Leute zu kriegen. Die da. Dida, Dida, Dida oder Dida. Nein, 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 nein. So, Station. Merkante. Krieg ich denn hier mehr Geld für die Waffen? Nee, ist das gleiche. Ja. Ist schon ziemlich wenig MG-Munition, aber... Gut, dann, wollen wir mal die Lok aufwerten. Decreases fuel burning speed. 20%. Machen wir das mal. Jetzt müssen wir den Squad mal zusammenstellen. Also, das sind so Herbalist-Leute. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt dafür benutzen möchte. Wir lassen die erstmal raus. Rifleman. Soldiers with combat role. Also, den hier. Der ist am Upgraden. Ist eigentlich auch egal. Manic MG-Schütze. Der hier. Im Granattyp müsste ich schon mitnehmen. Für alle Fälle. Für alle Fälle. Granatoman. Granatoman. So, und deploy.
Ich will mal speichern, was gibt's hier nicht? Oder gibt's vielleicht schon? Und los geht's. Jetzt haben wir noch eine Mission, ist doch schön. Before the autumn breeze race playfully the film in the distance in the village appears of rural idyll, landscapes painting is sorted, bla bla bla. Okay, ein Mann kommt, der hat keine Waffen. I'm the mayor of this village. Please don't want any trouble. If come here because our your village is looking for extra hands to assist, we may help. Okay, er guckt verwirrt. Wir können ihn euch nichts anbieten als Austausch, wenn ihr uns hilft. Bla bla bla. Nur ein normales Essen. Wir wollen den Leuten zeigen, dass sie nicht nur die Roten sind, sondern auch Leute, die helfen. Er ist nicht überzeugt von uns. Ah, Wölfe irgendwo. We will help. Aha. Ganz schön viel zu tun. Da ist ein Zaun, ein paar Kisten, ein paar Wölfe. Wölfe? Was kommt als nächstes? Baba Yaga? Egal, wir kriegen alles hin. Alter, ich muss jetzt hier arbeiten? Ich dachte, ich darf dich rumballern. Guck mal, wie schnell der hier ist. Aber jetzt kann ich trotzdem looten? Das ist ja geil. Okay, das ist wiederum natürlich praktisch. Ich weiß nicht, wie ich die Zäune repariere. Get rid of the wolves. Crate carried to the warehouses. Aha. Guck mal, hier ist ja sogar ein Hafen oder von einem... Das ist very praktisch. Ah, das ist das Repair Kit. Zum Zäune reparieren. Hier ist ein Reparaturset. Zäune reparieren. Jetzt will ich das nicht, also. Schön alles abgrasen. Schön alles abgrasen. Komm, wir gehen nochmal hier gucken. Aber ich mag die Maps, das sieht alles ganz gut aus. Sehr solide. Ja, ich glaube, hier ist sonst nichts gut. Gehen wir mal hier. So, repariert. Eingefangen haben wir uns 3 Splitter, 2 wunde Daumen und ein verletztes Ego. Nächstes Mal hältst du die Nägel und ich schlage den Hammer. Okay, weiter. Da oben sind die Wölfe. Da sind die Wölfe. Darf jetzt hier keine Verletzungen davon tragen. Das wär's nämlich. Bring water to the church. Die Church. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Rekruten? Das ist alles zukünftige Rekruten. Jo, voll der Aufstieg. Dass sie so blau sind. Was hat das zu bedeuten, dass hier gleich gekämpft wird? Da ist auch noch mehr Wasser. Mehr! Mehr Wasser.
Jetzt hätte ich einfach das Wasser nehmen können? Schlüssel? Oh, das ist aber nett. Ah ne, hier so. Möge Gott euch schützen, Legionäre. So wie er dieses Wasser in seiner unendlichen Weisheit schützt. Was ist das jetzt? Kriegen wir den Schlüssel? Das wäre irgendwie, sah aus wie so ein Sprengstoff. Einen Schlüssel gefunden. Gefunden? Den haben wir geschenkt bekommen. Ich mag das. Ist ganz gut gemacht, aber so Minigames. Ist nicht zu langweilig. Geht schnell. Ist immer das Wichtigste. Manchmal dauert sowas ewig. Ist immer schrecklich. Okay, das haben wir. Sehr gut. So, jetzt geht's zu den Wolfies. Da ist eine Blutspur. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt ein Mensch liegt, dann hätte ich aber... Oh, oh. Oh, oh. Nein, nicht gut. Diese heulenden Monster haben meine Enkelin angegriffen. Davon bin ich überzeugt. Wenn ihr einen roten Umhang findet, sagt es mir nicht. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir einen der Dorfbewohner finden. Er sollte schon vor Stunden wieder hier sein, aber niemand kann ihn finden. Wir haben schon die Wölfe getötet. Nur die Vierbeinigen. Scheiße. Keine Verletzungen, ne? Okay, dann gehen wir zu dem Aussichtsturm. Ich soll ja nicht sagen, dass wir den Rot, den, ne? Meine Güte. Zwei schnelle Leute. Ach ne, das sind nur die Rifleman-Typen, ne? Ah, da unten brennt's. Die Roten! Also haben wir doch noch was zu tun. Die Roten! Die Roten! Vermisste Dorfbewohner sein. Sie haben ihm in den Rücken geschossen. Was für wilde Tiere. Zweibeinige Wölfe mit rotem Fell. Wir haben ihre Arbeit schon früher gesehen. Sie haben vor, alle zu töten und das Dorf niederzubrennen. Ich habe den Zaun nicht repariert, um ihn dann brennen zu sehen. Ich brauche ein paar Granaten oder ein Maschinengewehr. Dann schicke ich die Roten zur Hölle. Die gehen jetzt dahin. Müssen die aufhalten, bevor die da ankommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheibenkleister. Oh Gott. Volle Deckung. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Übel. Lass uns jetzt mal heilen hier. Den Leuten schnell helfen.
Kann ich mal provozieren vielleicht gerade? Jetzt. Okay, okay. Granate! Haha! Ich verstehe es nicht. Sollten die Roten nicht den Dorfbewohnern ihre Unterstützung anbieten? Ja, es ist merkwürdig. Vielleicht hat ihnen jemand gesagt, dass wir hier sind. Oder vielleicht wollten sie allen zeigen, was passiert, wenn man in diesem Bürgerkrieg auf der falschen Seite steht. Ob man langer wird wissen, was davon zu halten ist. Jetzt aber los. Ja, weiß ich nicht. Also, zu sagen, dass sie... Die haben ja so schon die ganzen Dörfer niedergebrannt. Ich meine, wir sind nicht die Leute, die Dörfer niederbrennen. Die. Ist scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Am Ende haben die das Dorf niedergemäht und nicht wir. Das heißt, diese Vergeltungssachen sind halt immer, ja, dämlich. Generell Partisanenkrieg und so, furchtbar. Also diese gegenseitige Dorfwohner niedermetzeln Sachen. Aha, guck mal. Ihr habt denen geholfen, jetzt töten wir euch alle. Ha, und danach geht's uns besser, weil das hat jetzt so viel gebracht. Ich glaube, hier ist noch irgendwas. Warte mal. Das kann auch sonst... Komm schon. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Oh, das ist noch ein Brunnen. Ist da irgendwas drin? Aha, guck mal hier. Das, die brauchen das Essen ja jetzt nicht mehr. Geld. 150. Im Brunnen versteckt. Ja, dann raus hier. Kulomatico, oder? Kulo. El Kulomatico. Yeah. Das ging jetzt ja beinahe in die Hose hier. Ich beim nächsten Mal Bescheid. Victory. Restart Mission, Restart Region. Assign Medals. Moneten, Kohle, lief. Das, sonst haben wir gar nichts bekommen, na gut. Das Squad ist ziemlich im Arsch. Aber wir haben immer noch unseren Survivalist-Squad und so. Andere schläft. Ich will den doch jetzt nicht da abziehen. Das wäre ja was. Jetzt haben wir die Lok mal geupgradet. Weniger Kohleverbrauch ist immer gut. So, wir fahren schon mal ein Stückchen. So, jetzt sind wir wieder langsamer. Also. Survival Squad. Survival! Zunächst Squads. Mach einfach immer wieder 9, ist doch sonst blöd. Der hat kaum noch Stamina. Den nehmen wir mit. Ich weiß ja nicht, wie viel... Also, wir wirklich dann immer tolle Auswirkungen bekommen, kann ich nicht sagen. Bisschen Kohle. Also. Ja, Leute, ich muss leider aufhören. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Wir nähern uns dem Red Army Camp. Bin gespannt. Also, bis dann, wie immer. Haut rein, Leute.